Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Guten Tag, Schickelgerober. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, mein Name ist Frank Berger. Mit Herrn Alois Schickelgruber wollte ich reden. Der ist am Telefon. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, junger Mann? Schön, dass ich das auch jetzt erreiche. Herr Schickelgruber, Sie haben sich online bei der Dominos, ne? Sich online registrieren lassen für einen Preisausschreiben. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich habe den Anfang nicht verstanden. Entschuldigung, ich bin der Frank Berger. Sie haben sich online bei der Dominos, ne? Diese Pizza für Preisausschreiben, haben Sie mitgemacht. Online-Gewinnspiel, ne? Das ist richtig. Und haben, genau, und dabei haben Sie gewonnen. Deswegen störe ich jetzt auch, ne? Was? Herzlichen Glückwunsch. Sie stören doch nicht. Ich habe mir tatsächlich gerade eine Pizza in den Ofen geschoben. Okay, dann habe ich Sie genau richtig erwischt. Aber sowas so, von. Jetzt sagen Sie mir nicht, okay. Ich habe die Pizza gewonnen. Dann hätte ich mir ja gar keine warm machen müssen. Nein, kein Pizza. Sie haben bereits einen 500-Euro-Gutschein garantiert, ja? Was ich Ihnen fertigstellen und raussenden möchte mit Ihren Unterlagen an die Adresse am Friedhof 88 in Berchtesgaden, ne? Und das Geburtsdatum 20. April 61. Ne? Soweit alles korrekt bei Ihnen? Das hört sich wunderbar an. Habe ich das gerade richtig verstanden? 500 Euro paar Gutschein? Richtig. Das ist ja phänomenal. Das ist die beste Nachricht, die ich den ganzen Tag gehört habe. Okay, dann kommt mir ja nicht oft vor. Okay. Also wann gewinnt so, man schon mal etwas? Also ich muss sagen, das Letzte, was wir gewonnen haben, ist der Wettrennen nach Paris damals. Da sind wir sehr schnell angekommen, aber seitdem ging alles den Bach runter. Okay. Okay, warum das denn? Das ist die aktuelle weltpolitische und virulente Lage, hat alles etwas ins Schleudern gebracht. Wir haben die Ölgebiete verloren, wir haben die Ostgebiete verloren. Die Firma steckt in großen Schwierigkeiten im Moment, da kommt schon etwas sehr gelegen. Okay. So, Herr Schickelgruber, wie gesagt, zu den Gutscheinen, was Sie bereits garantiert haben, da komme ich gleich nochmal zurück. Ne? Jawohl. Dass Sie jetzt aber einer meiner 20 Finalisten sind, ne? Haben Sie jetzt auch natürlich die Möglichkeit jetzt, ne? Eines der vier Hauptpreise zu erzielen am Finaltag und dazu jetzt meine Fragen. Sollten Sie am Finaltag auch den Hauptpreis erzielen, ne? Ja. Haben Sie jetzt auch die Möglichkeit oder die Auswahl zwischen dem Auto, einem VW Touareg oder Gegenwert von 82.000 Euro bar? Was darf ich hier schon mal ankreuzen? Auto oder lieber das Geld? Jetzt muss ich zugeben, dass ich mich außer mit deutscher Produktion nicht allzu gut auskenne. Was ist das denn für ein Auto? Ist das ein Kleinwagen? Ist das eine Limousine? Ist das etwas ganz Großes? Was ist das für ein Wagen? Der Touareg, das ist so das Große vom Volkswagen, ist klar, vom VW. Ne? Ja. So Geländewagen. Die Audi Q3, glaube ich, bisschen ein Geländewagen. Da würde sich sicher das Afrika-Corsair drüber. Ja, da würde ich das Auto bevorzugen. Okay, kreuz dich so an. Platz 3, Entschuldigung, ist ein Jaguar E-Pace, ähnlich wie Audi Q3, das andere war schon auch Q7, ne? So kleines SUV, Gegenwert von 40.000 Euro bar, auch das Auto hier? Ja, ich denke, aufgrund der aktuellen Lage dürfte ein motorisierter Untersatz mehr wert sein als vergängliches Geld. Ich wähle auch hier das Kraftfahrzeug. Okay. Platz 3 und 4 sind auch Bargeldgewinne, ja? In Höhe von 20.000 und 2.500 Euro. Rest sind die Gutscheine, ja? Das ist ja wunderbare Neuigkeiten. Das mit dem Auto, okay. Und das hatte ich ja gar nicht mehr im Sinn. Ich bin tatsächlich nur an den Pizza interessiert gewesen. Und jetzt hat sich daraus so ein Vorteil für mich ergeben. Das bringt also ein Auto oder Geld kann ich sowieso nicht garantieren, ne? Dass wir im Klaren sind. Ja, natürlich. Garantieren kann ich nur 500 Euro Gutschein, nicht mehr, ne? Ja, das ist doch aber schon mal sehr, sehr, sehr viel wert. Richtig, 500 Euro fliegt jetzt auch nicht von immer runter. Richtig. So, wie gesagt, die Gutscheine sind vom Mediamarkt, Saturn, Reisegutschein, Amazon, Edeka. Ne? Sie bekommen jetzt, wie gesagt, in 10 Tagen einen Brief, ein Schreiben von mir. Jawohl. In dem sich hier 500 Euro Reise- oder Wertgutschein befindet. Passwort und Benutzername ist natürlich mit dabei. Und damit Sie auch die Finalisierung selber live mitverfolgen können. Okay? Jetzt muss ich doch noch mal kurz fragen. Sie haben jetzt gerade diverse große Unternehmen und Lokalitäten aufgezählt. Für welches Unternehmen ist denn jetzt der Gutschein, den Sie mir überreichen wollen? Das sind die verschiedenen. Das wird ja jetzt verlost. Ja? Ich kann Ihnen das Schlechteste garantieren. Platz 20, das von der Mediamarkt. Nicht mehr. Mediamarkt ist das Schlechteste.
ist das Schlechteste. Platz 20, weil einen 21. Platz oder Gewinn habe ich ja nicht da. Okay? Aber warum ist Mediamarkt am schlechtesten? Dort kriegt man doch die besten Handfunk-Fernsprechgeräte und Schoßrechner, die die deutsche Rüstungsindustrie im Moment anzubieten hat. Das weiß ich nicht. Also, da können wir jetzt zwar nicht aus, was da alles angeboten wird. Ne? Jawohl. Aber wie gesagt, die ist halt so Platz 20 aufgelistet. Also das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ne? Das habe ich gar nicht gemeint. Ach, dann also habe ich Sie da falsch verstanden. Das heißt, um das Ganze nochmal zu rekapitulieren. Es steht fest, dass ich einen Gutschein gewonnen habe durch meine Eigenschaft als größter Führer aller Zeiten, aber es steht noch nicht fest, welchen Gutschein ich gewonnen habe. Richtig, genau, das ist verlost. Ich verstehe. Bestimmt, das kann ich Ihnen nicht garantieren. Okay. Gut. So, kostenlose Gewinnspiele werden in Deutschland durch Werbung finanziert, Herr Schickelgruber, ne? Sicherlich schon mal gelesen oder gehört. Und da Sie jetzt auch einen garantierten Gewinn über 500 € Gutschein haben, bekommen auch Sie jetzt einen Werbeträger, eine Zeitschrift für 13 Monate, wird zweimal bezahlt, nachdem Sie den Gewinn auch bekommen haben. Und die Bildungsfunktion habe ich auch schon so reingenommen. Das ist ein Fernsehzeitschrift, kennen Sie vielleicht auch, ne? 62,40 € zweimal im Jahr, dann war es jetzt auch für Sie. Aber da Sie jetzt sowieso Ihren 500 € Gutschein im Voraus bekommen, heißt es für Sie keinen Verlust, können Sie hier machen. Junger Mann. So. Ich möchte nicht unhöflich sein. Ich bin kurze, knappe Sprache aus dem Militärwesen gewohnt, aber Sie sprechen sehr schnell. Ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was Sie gerade gesagt haben. Entschuldigung. Okay. Alle Gewinner bekommen jetzt ein Zeitschrift, einen Werbeträger. Okay? So. Das habe ich aus verstanden. Aus diesem Grund, genau, bekommen Sie jetzt die Bild und Funk, habe ich für Sie eingetragen, was der Hauptsponsor ist. Ist das eine Fernsehzeitschrift, wird zweimal bezahlt, 62,40 €, dann hat sich die Sache für Sie erledigt, ne? Und das, nachdem Sie Ihren 500 € Gutschein bekommen haben, ne? Nicht jetzt. So, ich habe natürlich andere Bereiche da, wie Wissenschaft, Nachrichten, ja, Autos, Fußball, könnte ich ändern, wenn Sie möchten. Ja, das ist gut, dass wir darüber sprechen, weil es ist in der Tat so, dass ich zu der Generation gehöre, die dem modernen Fernsehen überhaupt nichts mehr abgewinnen kann. Seit mein Gabelschnauzer den Geist aufgegeben hat, habe ich mir kein neues Fernsehgerät mehr zugelegt. Die sind zu teuer und im Fernsehen kommt meiner Meinung nach nur noch Propaganda und Lügen. Von daher würde ich etwas bevorzugen, das die Geisteswissenschaften anspricht. Etwas, das mir hilft, meinen Rechner besser zu bedienen oder mit meinem neuen Handfunk-Fernsprechgerät größere Gewinne zu erzielen. Okay. Also da könnte ich Ihnen nur eins empfehlen, dass die Bild der Wissenschaft nicht weiter. Weil da habe ich denn nur das eine da. Ist das vom gleichen Verlag, der die Bild-Zeitung anbietet? Nein, Bild der Wissenschaft ist es, die Zeitschrift heißt Bild der Wissenschaft. Ja, aber weil das ist nicht vom Bild-Verlag. Weil da Nein. Bild am Anfang ist, Nein. da wollte ich das nur noch einmal klarstellen. Nein. Weil das sind ja die schlimmsten Raubtierkapitalisten und Verbrecher, die wir seit dem Vertrag von Versailles gesehen haben. Und mit solchen Leuten möchte ich natürlich nichts zu tun haben. Okay. Nee, die Zeitschrift ist heißt Bild der Wissenschaft, das ist also, das hat nichts mit dem Bildverlag zu tun. Das ist gut. Ja. Dann hat mein Minister Speer momentan auch seine Ideenfindungsstörungen bei der Neugestaltung der Reichshauptstadt. Haben Sie Zeitschriften zum Thema Architektur? Architektur, Fachzeitschriften habe ich keine da, nein. Das ist schade. Also nichts, was den Hausbau oder dergleichen betrifft. Nein, so Fachzeitschriften habe ich überhaupt keine da, nein. Weil zuletzt hat er mir einen Vorschlag für die Neugestaltung des Berliner Platzes gemacht. Ich wäre, wenn er nicht mein Meisterarchitekt wäre, hätte ich ihn erschießen lassen. Das ist schrecklich gewesen. Er braucht unbedingt neue Inspiration. Sie kennen das sicher, wenn Sie einen Text schreiben oder eine Aufgabe erfüllen sollen, dann hat man manchmal so ein Gedankenloch und kommt einfach nicht auf die zündende Idee. Kennen Sie das? Okay. Also nicht so ganz richtig, habe ich nicht so verstanden. Ja? Jawohl. Aber was ich, wie gesagt, was ich Ihnen anbieten kann hier, ist das Bild der Wissenschaft, nicht weiter. Gott, wie viele Seiten hat dieses Magazin? Da würden Sie zweimal im Jahr 60,76 € bezahlen. Wie viele Seiten das Heft hat? Ist das eher eine kleine Illustrierte? Ist das eher ein Brockhaus? Nein, oder um was handelt es sich dabei? Das ist ein Monatsmagazin, der kommt einmal im Monat. Also ist das schön verarbeitet, ne? Und wird, wie gesagt, nur zweimal im Jahr bezahlt. Also ist ein Zeitschrift, wo Sie nicht wegschmeißen müssen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das ein Monatsmagazin ist, das monatlich erscheint? Richtig. Das ist ja phänomenal. So etwas hätte ich mir nie vorgestellt. Das ist groß. Es macht bestimmt viel Freude bei Ihrer Arbeit, den Menschen jeden Tag zu vermitteln, dass sie etwas gewonnen haben. Ich stelle mir das sehr schön vor. Die Menschen sind Ihnen sicherlich dankbar.
Ja, natürlich, also die ist auch eine Grund zur Freude, wenn man was gewinnt, ne? Man macht ja auch dessen Grundmatch, ne? Selbstverständlich. Also, ich trage jetzt die Bildung von Grausbeine, weil sie haben ja kein Fernseher zu Hause, ne? So ist das. Trage ich die Bild der Wissenschaft für sie ein. Okay. Zweimal im Jahr 60,76 € und dann ist auch vorbei, ne? Aber das, wie gesagt, können Sie von Ihrem Unterschlagen auch rauslesen. Nur eine kurze Zusammenfassung, Herr Schütte-Gruber. Wer hat was unterschlagen? Was unterschlagen? Sie haben gerade gesagt, da ist irgendwas unterschlagen worden. Um was handelt es sich dabei? Ich habe nicht gesagt, dass da irgendetwas unterschlagen worden ist. Dann habe ich Sie falsch verstanden. Richtig. So, ich mache mal jetzt eine kurze Zusammenfassung, ja, dass ich sie auch verarbeiten kann und rausfinden darf. Ne? So, den 500-Euro-Gutschein, ne? Also Reise- oder Wertgutschein, den werden Sie jetzt auch per postalisch zugesandt bekommen an Ihre Adresse. Die Zeitschrift Bild und Bild der Wissenschaft werden Sie beziehen für 13 Monate. Zweimal im Jahr 60,70 € werden abgebucht und dann ist vorbei. Und Bargeld gewinnen. Herr Schickel-Gruber, werden wir auch natürlich überweisen innerhalb 24 Stunden. Ne? Damit ich jetzt natürlich auch weiterverarbeiten und weiterleiten kann an die Postabteilung, was auch zu Ihrer Sicherheit ist, brauche ich jetzt auch einmal Ihre IBAN, die D-Nummer bitte. Jetzt haben Sie wieder so schnell gesprochen. Ich bin beim ersten Satz gerade noch gedanklich. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich hatte noch keinen Kaffee heute Morgen. Okay. Okay, also der Gutschein, der kommt per Post. Die Zeitschrift Bild der Wissenschaft wird zweimal im Jahr bezahlt oder abgebucht, ne? Und sollten Sie Bargeld gewinnen, werden wir das Ihnen überweisen. Und dafür ist klar, brauchen wir auch eine IBAN, eine DE-Nummer, bitte. Herr Schickel-Gruber? Ja, ich bin ganz Ohr. Genau, D. Schauen Sie mal nach, lesen Sie von der Karte ab, da steht DE und dann geht's dann weiter. Da geht's DE und da geht's dann weiter. Ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie von mir möchten. IBAN, DE-Nummer, IBAN, DE für Deutschland. Ja, in Deutschland, das ist richtig. Aber was soll ich jetzt machen? IBAN-Nummer, Kontonummer. Wissen Sie nicht, was eine IBAN-Nummer ist? Kontonummer, sagen Sie das doch gleich. Richtig. Ich bin doch aus einem ganz anderen Jahrgang. Okay. Und da werden dann die Sachen überwiesen, die ich jetzt durch meine Teilnahme an Ihrem hochintellektuellen Gewinnspiel erzielen werde. Also Bargeldgewinne werden überwiesen und es wird auch zweimal abgebucht, ja? Diese 60 oder 76 Cent, ne? Ja. Warte, wofür wollen Sie denn was abbuchen? Für die Bild der Wissenschaft dann auch. Zweimal. Ich dachte, da steht aber erst im Schreiben drin. Ich buche jetzt noch gar nichts ab. Ich dachte, ich bekomme diese Zeitschrift zur Werbung, damit ich keine Steuern bezahlen muss. Also ich habe Ihnen schon dreimal gesagt, das ist, was für Steuern? In Deutschland gibt es keine Gewinnsteuer. Ja, deswegen ja. Habe ich doch gar nicht gesagt, sowas. Dann habe ich Sie also, falsch verstanden. Das wird zweimal bezahlt. Sie haben mich falsch verstanden. Das wird zweimal halbjährlich bezahlt. 60,76 € habe ich gesagt. Jawohl. Okay? Jawohl. Genau. Also, IBAN kennen Sie ja mittlerweile. Steht die Kontonummer alleine nicht mehr da. Fängt mit der DE für Deutschland, steht auf der Karte, überall mit drauf. Ja, ne? Das ist, schauen Sie mal nach, wie geht denn da? Das ist für Sie sicherlich weiter? Auch sehr umständlich. Früher konnte man die Kontonummer sagen und war fertig damit. Und heute muss man diesen ganzen enigmatischen Block vorlesen. Das macht Ihre Arbeit doch sicher auch unwesentlich schwerer, oder? Nein. Da bin ich ja beruhigt. Nein. Es gibt ja schon zu viel Belastung für die arbeitende Bevölkerung dieser Tage. Haben Sie denn was zu schreiben vorliegen, mein junger Kamerad? Natürlich. Bitte schön. Ja. 455. 455. 00. 00. 105. 105. 176. 176. 119. 119. 164. 164. Und 942 am Schluss. 42 am Schluss. So, das ist die Indiva. Steht bei mir drin? Jawohl. Okay, soweit korrekt. Das muss ich schnell mal überprüfen, ob das auch so korrekt ist. Überprüfen. So, haben Sie schon was gewonnen? Wie bitte? Oder ist das erste Mal? Was jetzt? Haben Sie gesagt? Ob Sie schon mal was gewonnen haben, oder das ist das erste Mal? Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich etwas Nennenswertes gewonnen habe. Wenn man jetzt mal von der Bonusstempelkarte hier bei meinem reichsdeutschen Bäcker, wenn ich 10 Brote kaufe, bekomme ich das 11. umsonst. Aber das zählt ja nicht als Gewinn. Das ist ja eine freiwillige Leistung, die in den Verkaufspreis auch mit Sicherheit einkalkuliert ist. Okay.
Okay. So, ansonsten habe ich neulich auch einen Anruf bekommen, da hätte ich Hundefutterfirma eine Blondie gewonnen, aber dass die Damen und Herren dort am Telefon, sag ich, die waren nicht in der Lage, mir die Inhaltsstoffe zu vermitteln. Die haben nur gesagt, das Futter ist gut, das Futter ist gut. Die konnten mir aber nicht sagen, was enthält das Futter, welche Zusatzstoffe, wie sieht es mit den Nährwerttabellen aus. Die waren in ihrer Arbeit bei weitem nicht so gut geschult, wie sie das sind. Ich könnte sie als Telefonisten in der Reichskanzlei gebrauchen. Haben Sie Interesse an einer neuen Anstellung? Nein, ich bin sehr zufrieden. So, aber das Problem ist, ist das einzige Konto, was Sie besitzen? Wo sitzt denn Ihre Firma, junger Mann? Vielleicht können wir uns ja da in irgendeiner Form einig werden, weil... Falsch. Ein Land, falsch, Gondershausen. Aber ich hätte erstmal eine Frage. Sind Sie ja die Indieper, ne, was Sie haben? Ja, sicher. Ist das nur das eine Konto, was Sie haben, oder haben Sie auch eine andere Bank für benutzt? Ich habe diverse Kreditkarten noch zur Verfügung, aber das ist das einzige stationäre Konto. Nein. Genau, dann haben wir ein kleines Problem, weil echte Überweisung oder Firmenlastschrift, das geht ja bei Ihnen gar nicht, ne? Das ist ja das. Warum sollte das nicht gehen? Weiß ich nicht, das müssen Sie mit Ihrer Bank klären, weil, wie gesagt, eine Abbuchung, also Echtzeitüberweisung, SEPA-Kreditüberweisung müssen Sie selber machen, Lastschrift müssen Sie selber machen, aber B2B, also Firmenlastschrift oder Instant, also Echtzeitüberweisung, wird nicht unterstützt bei Ihnen. Ich mache das so. Wir können das ja auch, ich habe hier noch von meiner Eva die Bankkarte liegen, da können wir das ja damit machen. Okay, können wir machen, ja. Haben Sie den Moment noch Zeit? Ich müsste die nur eben holen. Natürlich, bitteschön, können Sie holen, ich bin bei der Arbeit. Ich bin sofort bei Ihnen. Kein Problem. Sind Sie noch da, junger Mann? Natürlich. Das ist wunderbar. Das ist wenigstens eine Person, auf die man sich verlassen kann. Jetzt hat mir gerade mein Chauffeur Fegelein geschrieben, dass er krank ist. Jetzt komme ich heute nicht ins Büro. Das ist doch alles eine Riesensauerei im Moment. Mit diesem schrecklichen Virus, das legt ja die ganze Öffentlichkeit außer Gefecht. Das ist echt schlecht, ja. Das ist echt schlecht. Habe den guten Mann gerade erst eingestellt und jetzt meldet er sich krank. Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es ist Dienstag und der Mann meldet sich krank. Okay. Darf ich Sie einen Moment, dann ruft es mich an. Schickelgruber. Ja, wie kann es sein, dass Ihr Fahrer sich krank meldet am zweiten Arbeitstag? Ich habe nachher eine wichtige Verabredung im Büro. Das interessiert mich nicht. Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Ich erwarte ihn um 12.30 Uhr bei mir in der Reichskanzlei. Haben Sie das verstanden? Sehen Sie, werden wir uns einig. Um 12.30 Uhr pünktlich will ich abfahren. Bitte entschuldigen Sie. Blöd, jetzt hat er aufgelegt. Scheiße! Ich dachte, ich kann den damit ein bisschen ärgern. Und ihn dann auch gleich nochmal anschreien. Na, egal, vielleicht ruft er gleich wieder an. Ansonsten haben wir diesem scheiß Betrüger trotzdem 18 Minuten seiner Zeit geklaut. Das ist so die typische Masche. Ja, Sie haben auf jeden Fall 500 Euro gewonnen. Und diese 60 Euro, die Sie da jetzt für Zeitung bezahlen, völlig egal, da kriegen Sie ja sogar noch Zeitung für. Aber Sie haben ja mindestens 500 Euro gewonnen. Und dann vielleicht noch Auto und noch Geld und was weiß ich nicht alles. Und du siehst mal, was die da für letzte Deppen hinstellen. Du hältst niemals deinem Kunden vor, das habe ich ihnen schon dreimal gesagt, das habe ich ihnen schon viermal gesagt, das habe ich ihnen schon erklärt. Kaufmännisch und menschlich absoluter Abschaum, dieser Typ. Bäh, Gangstalker.